wird ja nicht so schwer sein, den Wagen in Frankreich zu kaufen. Und Citroën Frankreich hat uns relativ schnell und auch häufig und auch eingänglich signalisiert, dass sie uns den Wagen nicht verkaufen werden. Das widerspricht europäischem Recht. Jetzt ist die Frage, hat dieser Wagen eine Garantie? Die armen Kinder, die werden gezwungen, in so einem Fahrzeug zu fahren. Die Odyssee geht noch ein bisschen weiter. Ich dachte schon, das Video ist hier zu Ende. Wie sehr wurdest du gezwungen von deinen Eltern? Haben sie körperliche Gewalt angewendet? So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wieder mit Erik. Und wir sitzen in deinem kleinen Army, Citroën Army. Dreisilbig. Dreisilbig. Dreisilbig, genau. Naja, und für alle, die sich aufgeregt haben, dass du im letzten Video Citroën gesagt hast, ich habe ja immer fleißig den offiziellen Werbespot von Citroën verlinkt. Okay. Kann man gerne mal gucken, ich mache den auch hier unter das Video. Aber heute soll es mal darum gehen, wir haben ja nun schon einiges erzählt über den kleinen knuffigen Army und heute wollen wir mal auf das Thema eingehen, wie besorge ich mir so ein Ding eigentlich? Wie hast du diesen Import vorgenommen? Weil ich habe schon von einigen gehört, die haben versucht, so ein Fahrzeug zu importieren oder im Ausland zu kaufen, leider erfolglos. Du hast es geschafft, deswegen hast du gleich zwei genommen und ja, erzählst du uns einfach mal so ein bisschen, wie die Geschichte vonstatten gelaufen ist? Das mache ich gerne. Es wäre eigentlich noch besser gewesen, meine Frau hätte sozusagen diese Geschichte erzählt, weil meine Frau glücklicherweise fließend Französisch spricht und damit sozusagen eine größere Barriere löst, die man also hat, wenn man sozusagen diesen Wagen aus Frankreich in Frankreich kaufen möchte. Aber das würde ich gleich noch im Detail mal wiedergeben, wie sich das Ganze so zugetragen hat. Es war im Prinzip so, Zieldatum ist der 29.09. An dem Tag wird unser Sohn 15 Jahre alt und wir haben das für sinnvoll erachtet, dass ab dem Zeitpunkt die Kinder bekanntermaßen eine eigene Mobilität entwickeln, die sie heute schon mit dem Fahrrad haben, keine Frage, nur eben nicht regensicher. Und dann haben wir angefangen, Kontakt aufzunehmen mit Citroën Deutschland. Und Citroën Deutschland hatte uns signalisiert, dass es noch kein Datum gäbe, ab wann dieser Wagen in Deutschland angeboten werden wird. Und es auch noch keine Planung gibt, dass sozusagen ein Datum absehbar sein wird. Das heißt, Citroën Deutschland ist zumindest nach Korrespondenz, schriftlich, mündlich, per, sagen wir mal, März, April diesen Jahres nicht in der Lage gewesen zu sagen, ab wann der Wagen hier erhältlich ist. Und das hat uns dazu veranlasst, dass wir gesagt haben, okay, dann halten wir mal so ein bisschen Ausschau nach Frankreich. Wird ja nicht so schwer sein, den Wagen in Frankreich zu kaufen. Wir sind ja in der Europäischen Gemeinschaft, Europäische Union. Es gibt diese COC-Dokumente, die also die Nutzbarkeit eines Fahrzeugs im gesamten europäischen Raum bestätigen oder unterstreichen. Und haben dann halt Citroën Frankreich kontaktiert. Und Citroën Frankreich hat uns relativ schnell und auch häufig und auch eingänglich signalisiert, dass sie uns den Wagen nicht verkaufen werden. Und zwar hauptsächlich vor dem Hintergrund, dass wir keine Steuernummer haben. Das heißt, egal wie sozusagen das Gespräch ablief, wie die Dramaturgie aufgebaut wurde, per E-Mail etc. oder auch natürlich am Telefon, ohne eine Steuernummer, eine französische Steuernummer, wollte uns Citroën Frankreich diesen Wagen nicht verkaufen. Es gibt sozusagen in Frankreich für das Fahrzeug drei Vertriebswege. Es gibt den Vertrieb über das Händlernetz, also über das Citroën-Händlernetz. Und es gibt sozusagen zwei Ketten, zwei Handelsketten. Die eine ist FNAC, also man würde FNAC hier dazu sagen. Das ist sozusagen eine Baumarktkette. Da kauft man den Wagen, also ist das mal in einem Baumarkt. Und das andere ist DARTY heißt die, schreibt sich DARTY und da kann man sich den Wagen konfigurieren und man kann ihn also dann auch in einem Markt einfach abholen. Und da gilt genau das Gleiche, ohne eine französische Steuernummer hätte man uns den Wagen nicht verkauft. Und ich weise darauf hin, wir wollten nicht die französischen 900 Euro Fördermittel in Anspruch nehmen, das hätte ich ja noch verstanden, dass man das denn uns nicht verkaufen möchte, sondern es war also nicht möglich, einen Wagen neu, ohne Förderung, ohne französische Steuernummer zu kaufen. Das widerspricht europäischem Recht. Braucht man also, man kann in den Kommentaren gerne was anderes schreiben. Aber wir haben das juristisch prüfen lassen. Es ist sozusagen einfach ein Fehlverhalten sozusagen des französischen Verkaufsprozesses, wenn man so möchte. Und das hat mich natürlich erst recht angespornt, diesen Wagen dort zu kaufen.
Und dann dachte ich... Dann, in dem Moment hast du gedacht, denn dann, jetzt muss ich zwei kaufen. Jetzt kaufe ich den Bestand, genau. Naja, das, tatsächlich dachte ich dann, gut, dann suchen wir uns einfach einen Händler, möglichst dicht hinter der deutschen Grenze oder hinter der deutsch-französischen Grenze. Meinetwegen, ich hatte Händler kontaktiert in Straßburg als Beispiel. Und da hat sich die Geschichte wiederholt. Also auch der französische Händler vor Ort, der kleine Händler oder der große Händler, hätte uns den Wagen nicht verkauft ohne Steuernummer. Also sprich, ich dachte, das entpuppt sich ja zu einem Desaster. Und dann ist es so, dass es in Frankreich ein Gebrauchtwagenportal gibt, was ähnlich wie hiesige ist. Es gibt ja einige, ich glaube, wir brauchen nicht alle zu benennen. Solche gibt es in Frankreich auch. Und dort haben wir also Händler entdeckt, die diesen Wagen als jungen Gebrauchten mit 100 Kilometer, mit 200 Kilometer und so weiter anbieten. Und die haben wir kontaktiert in Paris, in unterschiedlichen Orten. Und ich brauche es nicht erwähnen, auch dort kein Verkauf ohne Steuernummer. Aber Achtung, ein Händler hat sozusagen davon abgesehen. Und wir konnten unser Glück kaum fassen und haben das also unterstrichen, dass wir also keine französische Steuernummer haben, dass wir den Wagen nach Deutschland bringen, ausführen möchten. Und dieser Händler war an dieser Stelle tiefenentspannt. Es war also so, wie man es sich eigentlich hätte vorgestellt. Und dann haben wir sozusagen dort ein Fahrzeug gekauft, und zwar einen Gebrauchtwagen mit Größenordnung 2000 Kilometer bereits gelaufen. Also einen jungen Gebrauchten, kein Neuwagen, jungen Gebrauchten. Und der Vertrag war besiegelt und die Verkäuferin in dem Fall, die war sehr nett und hat uns kurze Zeit später kontaktiert und uns angeboten, dass sie uns den Wagen auch neu verkaufen könnte. Moment, nicht nagelneu, sondern neu mit 3 Kilometern, also sprich einmal zugelassen. Einmal zugelassen mit 3 Kilometern auf der Uhr, also man könnte sagen, ein Ausstellungsfahrzeug, was bereits zugelassen wurde. Dann haben wir gesagt, gut, ist ja noch besser. Ja. Nehmen wir also das, haben wir den alten Kofferdreher aufgehoben, haben den genommen. Dann hat er uns signalisiert, dass er sogar davon 2 Fahrzeuge hätte, von diesen 3 Kilometer Autos. Und dann haben wir das also geklärt mit einem Bekannten, der so auch einen nehmen wollte. Bekanntermaßen, weil wir so viel Platz auf dem Trailer hatten. Und dann haben wir bei einem Händler, der sich also so 250 Kilometer nördlich von Marseille befindet, also nicht leider hinter der französischen, direkt an der Grenze, sondern in weit, weit weg, haben wir sozusagen dort diese beiden Fahrzeuge dann bei einem Citroën-Händler gekauft mit 3 Kilometern auf der Uhr und einmal bereits zugelassen. Mann, Mann, das ist aber auch schon eine ganz schöne Odyssee. Das, und die Frage, die jetzt zwischen kommen wird, dieser Händler hat jetzt von einer Steuernummer abgesehen, es ist aber trotzdem ein sauberer Kauf mit einer Rechnung geworden. Das ist ein ganzen, also die Odyssee geht noch ein bisschen weiter. Ich dachte schon, das Video ist hier zu Ende. Nein, es geht noch ein bisschen weiter. Um so ein Fahrzeug in Deutschland versicherungstechnisch zulassen zu können und um es im Straßenverkehr zu betreiben, um zu belegen, dass dieses Fahrzeug das ist, was es ist, nutzt man ein COC-Dokument. Kennt man vielleicht von diesen 45er-Rollern, mit dem gehst du dann halt eben zum Vertreter deiner Wahl und sagst dann, ich hätte ganz gerne ein Versicherungskennzeichen, kleines, und dann kriegst du das. Ja, war so, hier nicht so. So war es hier nicht. Hier war es so, dass das COC-Dokument der Händler nicht hatte. Der Händler nicht hatte. Und es ist sozusagen ja kein Problem. Ich nenne mal eine Zahl, wenn man also in Deutschland einen Volkswagen fährt und das COC-Dokument ist abhandengekommen, dann kann man das also ordern und das kostet dann einen 2-stelligen Betrag beim VW-Händler oder bei Volkswagen. Bekommt es zugeschickt, da steht dann auch Kopie drauf und dann ist sozusagen das Thema erledigt. In Frankreich ist es so, dass dafür also ein mittlerer 3-stelliger Betrag von Citroën aufgerufen wird, um dieses COC-Dokument als Kopie auszuhändigen. Der Händler, bei dem wir das Fahrzeug gekauft hatten, brauchte dieses COC-Dokument nicht, weil der Wagen bereits einmal amtlich zugelassen war, weil die Fahrzeuge werden in Frankreich amtlich zugelassen, anders als hier. Und demzufolge hat der Wagen einen französischen Fahrzeugbrief. Damit ist sozusagen für Frankreich die Eigentumslage klar. Es gibt einen Fahrzeugbrief, wie auch in Deutschland auch, oder Teil 2, Teil 1, ich komme immer durcheinander. Mm-hmm. Das gilt natürlich nicht, oder das gilt nur unter Umständen, um das in Deutschland als Ausweis zu benutzen gegenüber einer Polizeibehörde, um den Eigentum des Fahrzeugs nachzuweisen. Also mussten wir den Händler bekehren, für uns das COC-Dokument zu bestellen, weil nur der das Fahrzeug hat, kann auch ein COC-Dokument bestellen. Man muss also bestimmte technische Daten angeben und so weiter.
Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass die Kosten für dieses COC-Dokument wir mit dem Händler zu 50% teilen, weil es ja schon eher ein unübliches Verfahren ist, dass dieses COC-Dokument einfach nicht da ist oder weg ist. Mhm. Und das hat dann auch einige Wochen gedauert und dann hat sozusagen Citroën dieses COC-Dokument auf dem Postweg als Duplikat auch tituliert zugestellt. Mann, oh Mann, da hast du ja ordentlich, da hast du ja ordentlich was miterlebt. Aber gut, es ist nachvollziehbar, warum das COC-Dokument halt nicht mehr da war, weil, wie gesagt, in Frankreich hätte man es jetzt nicht mehr weiter gebraucht. Ne? Ja, genau. Aber es ist dann natürlich trotzdem umso ärgerlicher. Ne? Es ist übrigens dann der weitere Importprozess, den gibt es sozusagen nicht. Also im ersten Video hat er schon einmal über das Thema Mehrwertsteuer gesprochen. Dadurch, dass der Wagen kein Wagen ist, dass er keine entsprechende Leistung hat, keinen Hubraum hat, wird er nicht amtlich zugelassen. Man geht also nur mit diesem COC-Dokument zu seinem Versicherungsmakler, holt das Versicherungsschild und ist dann quasi durch. Man muss nur die Frage beantwortet haben, wie man sich gegenüber den Steuerbehörden verhält. Und da ist es eben so, dass der Wagen mit 20% Mehrwertsteuer in Frankreich versteuert wird und nicht mit 19% in Deutschland. Das haben wir ja schon im ersten Video, was dieser Wagen mit einer Waschmaschine oder einem Handy gemeinsam hat, das haben wir ja schon geklärt. Richtig. Wie gesagt, ich verlinke es da mal, da so, hier so über Eriks Kopf. Was rätst du jetzt jemanden, der sich so ein Fahrzeug auch importieren möchte, der so ein Fahrzeug ganz gerne haben möchte? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, Steve. Wir sind noch nicht durch, nein. Ich könnte Du hast jetzt ein COC-Dokument bekommen, der Händler hatte das. Ja, ja. Jetzt bist du nach Frankreich gefahren, hast die zwei Kübel aufgeladen. Richtig. Und bist dann nach Deutschland gefahren. Soweit klar. Jetzt ist die Frage, hat dieser Wagen eine Garantie? Und die Garantiebedingungen, die von Citroën Frankreich, die also mit dem Kauf bei einem Citroën-Händler gelten, besagen, dass die Garantiebedingungen erlischt, wenn der Wagen nicht mehr in Frankreich ist, beziehungsweise wenn er französische Überseegebiete verlassen hat, wenn er also nicht mehr im französischen Staatsraum unterwegs ist. Ist denn das mit dem EU-Recht vereinbar? Auch das nicht. Ist es nicht. Das ist also auch. Denn wir haben einen europäischen Handelsraum oder einen freien europäischen Raum. Wir haben aber noch nicht den französischen Gedanken sozusagen scheinbar in der Zentrale von Citroën Frankreich. Da gibt es scheinbar noch gallische Dörfer oder sowas. Ich habe einfach Folgendes gemacht. Ich habe einfach alle Passagen in dieser Fahrzeugversicherungsbedingungen durchgestrichen, die unlauter sind. Und es gab auch keine Gegendarstellung. Und von daher kann ich jetzt nur die Daumen drücken, dass für den Fall der Wagen mal einen Garantieanspruch bräuchte. Ich glaube, das Einzige, was relevant ist, ist ein Akku und ein Ladegerät. Alles andere ist Baumarktware. Also wenn das eintritt, dann kann man sich die Mühe machen, sich damit zu beschäftigen, ob jetzt die Garantie erloschen ist oder nicht. Aber ich betone es so im Detail, weil das natürlich für den einen oder anderen relevant sein könnte, wenn man sich als Österreicher, ich glaube, kam auch oder auch Schweizer, die sich für so ein Fahrzeug interessieren, dass also da ein gewisses Restrisiko besteht, dass da vielleicht keine Garantie drauf wäre. Ich muss sagen, ich hatte da schon Korrespondenz mit dem ADAC. Die sind also da ganz schnell und pfiffig gewesen, das eine oder andere zu interpretieren. Und dem Grunde nach ist es so, dass einfach der vernünftige Menschenverstand am Ende siegt. Und der heißt, in der Europäischen Union kann es keinen Passus geben, der heißt, wenn dieses Fahrzeug französisches Hoheitsgebiet verlässt und nach Deutschland geht, dann erlischt die Gebrauchtwagengarantie. Also sind einfach Dinge, die klingen absurd. Ich denke, die sind auch so absurd. Ich denke, man hat sich einfach bisher nicht die Mühe gemacht, bei Citroën Frankreich diese Textpassagen zu überarbeiten. Von daher sehe ich das, ich persönlich sehe das relativ locker. Und wenn es mal dazu käme, dass das sozusagen es dazu einem Konflikt kommt, dann können wir bestimmt ein Video draus machen mit sehr vielen Klicks. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. So, aber was rätst du denn jetzt? Sind wir jetzt am Ende der Geschichte? Was die Beschaffung angeht, ja. Was rätst du denn jetzt jemanden, wenn sich jemand so ein Fahrzeug beschaffen möchte? Hast du jetzt gleich im Anschluss unseres ersten Videos nochmal 10 weitere gekauft? Dein Hof ist voll und wir blenden hier unten die Kontaktdaten ein oder wie machen wir das? Also wenn jemand so ein Fahrzeug beschaffen möchte und auf Abenteuersuche ist, dann sollte er genau den gleichen Weg der Erleuchtung gehen wie wir.
In der Zwischenzeit hat Opel das mit dem Citroën Army baugleiche Modell ROX-e vorgestellt und bekannt gegeben, dass dieser bereits ab Herbst in Deutschland starten soll. Genaue Preise und Konfigurationen sind noch nicht bekannt. Wenn er einfach nur ein Auto sucht, würde ich sagen, wir verlinken mal nicht den Kontakt zu dem Händler, sondern den Kontakt zu dem französischen Gebrauchtwagenportal. Dort findet man also diese Fahrzeuge, weil sie natürlich in Frankreich mittlerweile unterwegs sind. Und dann würde ich mich an den spezifischen Händler wenden, der denn so ein Fahrzeug hat und auch verkaufen möchte. Aber wenn ein Gebrauchtwagenportal nicht, dass man das Fahrzeug in Frankreich zugelassen hat und das C&C-Papier dann weggeschmissen hat, Achtung, das braucht ihr, um eben so ein Versicherungskennzeichen hier in Deutschland zu bekommen. Das nochmal so als Hinweis, dass man beim Gebrauchtfahrzeugkauf sozusagen darauf achtet, dass das C&C-Papier dabei ist, oder? Also, um es mal ganz genau zu sagen, einer Versicherungsgesellschaft zu erklären, dass dieses Fahrzeug den Versicherungsbedingungen entspricht, das ist relativ einfach möglich. Die Fahrgestellnummer steht am Fahrzeug dran, die technischen Eigenschaften von dem Fahrzeug sind hinreichend kommuniziert und damit kann man der Versicherungsgesellschaft auch klar machen, dieses Fahrzeug passt in die Versicherungsbedingungen. Das COC-Dokument braucht man eigentlich nur, um in einer Polizeikontrolle nachzuweisen, dass dieses Fahrzeug diesen ganzen Regelwerken entspricht. Okay. Das ist sozusagen der Ersatz für die Zulassungsbescheinigung. So ist es. Mhm. Genau, dafür braucht man das. Man hätte vielleicht auch darauf pokern können, dass der französische Fahrzeugbrief, der immerhin auch ein amtliches Dokument ist, dazu dienlich sein könnte, einen deutschen Polizeibeamten davon zu überzeugen, dass dieses Fahrzeug die Eigenschaften hat, die es haben darf, um mit dem AM-Führerschein gefahren werden zu dürfen und um nicht gestohlen worden zu sein und all, was man damit verbinden könnte. Aber das ist natürlich ein Risiko von der Einsicht des jeweiligen Polizeibeamten. Und von daher sollte man schon das CEC-Dokument dabei haben. Wir werden, wie gesagt, den Link einfach mal unten reinpacken. Dann könnt ihr euch gerne austoben, wenn euch so ein Fahrzeug interessiert. Ja. Und ich bedanke mich schon mal bei Erik. Aber jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Gast. Und zwar dein Sohn Albert. Albert? Der freut sich schon wie ein Schnitzel. Hallo Albert und willkommen in deinem Army oder wie soll man das sagen? Erstmal hallo Steve. Genau genommen ist es der Army von meiner Schwester und mir. Haben wir zusammen bekommen, nur ich darf fahren. Okay, weil deine Schwester ist erst 12, richtig? Richtig, genau. Aber die wird dann auch fahren dürfen, wenn sie im entsprechenden Alter ist und den Führerschein dann gemacht hat. In einigen Kommentaren kam, die armen Kinder, die werden gezwungen, in so einem Fahrzeug zu fahren. War es so? Wie sehr wurdest du gezwungen von deinen Eltern? Haben sie körperliche Gewalt angewendet? Körperliche Gewalt war gar nicht dabei. Gezwungen wurde ich auch überhaupt nicht. Mein Papa kam irgendwann mal mit dem Auto hier um die Ecke und hat gesagt, guck mal hier, das gibt's. Also er hat es dir irgendwie auf dem Handy gezeigt, oder? Genau, richtig, in der Zeitung. Und da habe ich gesagt, dass ich das wirklich sehr cool finde, das Auto. Und das haben wir auch so ein bisschen verfolgt, verschiedene Videos angeguckt. Und es ist mir ehrlich gesagt immer, ich sag mal, sympathischer geworden, das Auto. Und ich wurde überhaupt gar nicht gezwungen. Das ist wirklich ein sehr tolles Nicht-Auto, genau genommen. Okay, zu deiner Person. Du bist wie alt jetzt? Ich bin jetzt 14. Und werde Ende September 15. Hat ja dein Vater gerade gesagt, das war die Maßgabe. Dann ist der Führerschein, du hast ihn gemacht, den AM-Führerschein? Den mache ich gerade, genau, die Theorieprüfung habe ich schon in der Tasche. Und die praktische muss ich noch ablegen und dann darf ich ab meinem Geburtstag fahren. Okay, und du willst das Fahrzeug wahrscheinlich hauptsächlich nutzen, um zur Schule zu kommen? Das hat ja dein Vater im ersten Video schon mal so ein bisschen angedeutet. Wie weit ist denn eure Schule weg? Oder damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Der jetzige Weg, der war 11 Kilometer weit. Das ist schon ordentlich. Genau, und hin und zurück sind eben 22 Kilometer. Da ist man insgesamt eine Stunde nur auf dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Und dann nimmst du dann natürlich deine Schwester auch mit. Richtig, genau. Und wenn du mal ein bisschen früher Schluss hast, dann wartest du natürlich noch mal kurz, bis sie dann auch fertig ist. Richtig. Und dann, wie es sich für einen großen Bruder gehört. Ja. Ne? Und dann teilt ihr euch das Fahrzeug sozusagen. Wir gehen jetzt mal weiter in die Zukunft, wenn sie dann auch in dem Alter ist. Dann teilt ihr euch das Fahrzeug
Und dann nutzt ihr es hauptsächlich, um zur Schule zu kommen, aber sicherlich auch zu Freunden zu kommen, weil ich denke mal, nicht alle eure Freunde wohnen im gleichen Ort, sondern wenn die Schule 11 Kilometer weit weg ist, dann können andere Klassenkameraden bestimmt auch 20 Kilometer weit weg von euch wohnen. Das gibt's auch, ja. Eine Mitschülerin von mir aus meiner Klasse wohnt in Pankow, also Berlin-Pankow. Das ist nochmal noch ein Stück weg. Aber die meisten, die kommen tatsächlich auch aus dem Ort oder aus dem Nebenort. Du bist ja bei deinem Vater jetzt hier schon ein paar Kilometer mitgefahren. 107 Kilometer hat der Wagen jetzt. Wir haben ja gelernt, gerade mit 3 Kilometern habt ihr den gekauft. Fühlst du dich denn hier drinne sicher? Ja. Kam gleich wie aus der Pistole geschossen? Ja. Okay. Ja, nicht. Und fühlst du dich auch sicher, wenn ihr jetzt so mal irgendwie eine Landstraße lang fährt oder irgendwie was? Also außerorts? Wenn die da anderen Fahrzeuge ein bisschen schneller fahren? Oder sagst du, hast du da ein bisschen Bedenken? Weil das waren so die Hauptkommentare, die ja da kamen bei uns. Tatsächlich habe ich da überhaupt keine Bedenken bei. Weil viele Leute halt dieses Auto so skurril finden, dass sie halt den Blick darauf fokussieren und dadurch eben das Auto kaum übersehen können. Und aus dem Grund fühle ich mich jetzt ziemlich sicher drin, ja. Okay. Ja, gibt es denn irgendetwas, was du den Leuten mitteilen möchtest? Also für die Zukunft, wie du dir die Mobilität vorstellst als kommende Generation? Tatsächlich schon, ja. Dieses Auto hier ist natürlich sehr praktisch für den Alltag, da man ja im Alltag keine 300 Kilometer fährt. Und deshalb ist halt sowas hier für jedermann eigentlich ein optimales Fahrzeug. Es sei denn, man muss eben mal was anderes oder was Schweres transportieren oder mal wirklich weite Strecken fahren. Da kann man dann zum Beispiel wirklich sagen, man leiht sich ein Auto aus oder nimmt wirklich mal seinen großen PKW. Und deshalb muss ich sagen, finde ich dieses Auto ist ein sehr guter Kompromiss. Ja, vielen Dank dafür. Da fällt mir noch eine letzte Frage ein. Wie wichtig war es dir, dass der Wagen elektrisch fährt? Das war mir sehr wichtig, da in meiner Klasse ich auch zu diesem Statement sehr stehe, dass Elektroantriebe wirklich die Zukunft sind. Und das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn ich da mit einer Simson aufgetaucht wäre. deshalb finde ich es schon super, dass es elektrisch wird, ja. Ja, und mit einer Simson hättest du nicht den Wetterschutz. Das wäre dann wieder im Winter oder bei Schnee und Regen allgemein wäre es ein bisschen doof geworden. Und das ist dann doch hier schon angenehmer, oder? Genau, und da hätte ich auch meine Schwester noch hinten drauf. Ja, das auch noch, ne? Mhm. Ja, super. Dann vielen Dank, Albert. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, ihr da draußen auch alle für den AM-Führerschein. Mhm. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Army und ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Tipps von Erik gefallen haben, aber auch die Ansichten von Albert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon das nächste Mal wieder, wenn du mal so die ersten paar hundert Kilometer runtergesessen hast und dann mal so ein kleines Fazit ziehst, oder? Genau, würde ich sagen, mache ich auf jeden Fall mit. Super. Dann vielen Dank. Bitteschön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.